So, hier im Ascari Race Resort zur Pressefahrvorstellung vom niegelnagelneuen C63 S Coupé. Und ja, testen wir hier mal das Auto, was es so kann. 510 PS in der S-Variante, wie wir jetzt hier sitzen, drin sitzen. Und 476 PS in der normalen Variante, wenn man bei AMG auch von einer normalen Variante sprechen kann. Was sind so die Besonderheiten vom Auto? Die Besonderheiten, wir haben eine breitere Hinterachse. Die Elastizität an der Hinterachse ist so ein bisschen gewichen. Es ist eine steifere Hinterachse durch Uniballlager. Gibt satten Grip auf der Hinterachse, also richtig viel Traktion. Wir rollen das mal hier so ein bisschen ein auf der Strecke. Was haben wir noch? Natürlich die Motorlager, die man schon aus der Limousine kennt. Die man natürlich in verschiedene Stufen einstellen kann, um da einfach das Auto noch mehr und noch aus dem Auto noch mehr Performance rauszukitzeln. Ich werde jetzt mal ein bisschen jetzt das Tempo hier anziehen und mal gucken, was hier so geht. Ascari hier die Strecke ist halt natürlich auch technisch sehr anspruchsvoll. Sehr schön und einfach mal so ein bisschen was zu testen. Ne? Gerade jetzt hier zum Beispiel aus der Spitzkehre raus auf die Gegengerade. Können wir mal gucken, was da so Traktion sagt, rausbeschleunigen hier, geht es in so einen leichten Rechtsknick rein, wieder voll ans Gas. Topspeed hier in Ascari haben wir so ungefähr 220. Natürlich auch die Bremsen hier mit der Carbon-Keramik-Bremse, wie wir sie hier an dem Auto haben, optional erhältlich. Macht extrem viel Spaß, das Auto zu fahren, weil allein der Grip an der Hinterachse, wenn man ans Gas geht und die Hinterachse, merkt man richtig, wie sie sich in den Asphalt reinbeißt. Aber auch das Handling an der Vorderachse, wirklich viel Grip an der Vorderachse, was wir hier haben. Macht extrem viel Spaß zu fahren. Wir sind jetzt hier im Race-Modus unterwegs, wir haben ja auch hier die Dynamic Select, das heißt also die verschiedenen Fahrprogramme und natürlich auch der Race-Modus, wie man aus der C63 Limousine auch kennt. Aber auch hier optimal natürlich für die Rennstrecke, ESP im Sport-Handling-Modus, wie ich jetzt auch unterwegs bin. Heißt also ungefähr 30% weniger Regelung vom ESP, was mir natürlich auf der Strecke extrem hilft. Gemacht wurde. Man legt auch Wert drauf, noch mal mehr Performance hinzulegen bei dem Coupé, was wir jetzt haben. Das heißt also, die Jungs von AMG wollten nicht einfach nur eine andere Hülle draufstecken, also die Limousinenhülle wegnehmen und die Coupé-Hülle draufstecken, sondern wirklich da noch mal Performance reinzustecken. Und wie gesagt, da die Hinterachse spielt eine ganz große Rolle, auf die da Wert gelegt wurde. Gerade hier in Ascari, wie gesagt, die verschiedenen Kurvenvarianten, die wir haben. Jetzt hier wieder langsame Kurve rausbeschleunigt. Jetzt in der mittelschnelle dritte Gangkurve geht es jetzt hier rein, so ein bisschen Banking, das heißt ein bisschen überstehende Kurve. Jetzt richtig schön reinlehnen. Auch jetzt hier beim Richtungswechsel. Ich fahre jetzt hier rein in die Kurve, Auto bleibt schön stabil, umsetzen. Und dann kann ich jetzt schon wieder ans Gas und rausbeschleunigen. Bremsen gefragt, runter in den zweiten Gang. Da wir konzentrieren auf den Ausgang. Dann geht es wieder auf die Gegenbahn. Ich muss sagen, mir macht Spaß, das Auto zu fahren. Es ist wirklich nochmal einen Schritt nach vorne. Und man merkt, dass da wirklich Herzblut reingesteckt wurde in das Auto. Ich glaube, ich weiß schon, was ich mir als nächstes für den Firmenwagen bestellen werde. Ich glaube, da ist die Entscheidung jetzt schon gefallen. Ich glaube, das ist auch nicht schwer, weil jeder, der das Auto einmal gefahren ist, wird sich nicht nur in die äußere Hülle verlieben, sondern dieses typische Coupé-Design, sondern auch halt in die Performance. Und dann rollen wir mal so langsam wieder zurück in die Box. Ich hoffe, das hat mal so einen kleinen Einblick hier gegeben in das Auto und vor allem in die Performance vom Auto. Ascari geht die Sonne unter. Der Kleine hat jetzt auch Feierabend und wird wieder vorbereitet.